So, hallo und herzlich willkommen. Ich streame jetzt wieder etwas und zwar Dead by Daylight. Und ich habe mich entschlossen, ich habe die ganze Zeit ja sonst immer sowas gemacht wie Jumapy allein im Nebel oder Jumapy jagt Überlebende. Ich habe mir gedacht, damit man direkt sieht, dass ich ein alter Knacker bin, ein Senior Gamer, mache ich das einfach direkt mal auch in den Titel rein. Mal gucken, wie das funktioniert. So, ich habe nämlich hier ein paar Dailies noch für Killer. Haben sich alle angesammelt und dann mache ich die doch einfach mal. Und hoffe, dass ich die einigermaßen vernünftig hinbekomme. Der Rift ist, glaube ich, schon zu Ende jetzt. Weiß gar nicht mal, ob ich, was ich alles bekommen habe, aber okay. So. Was können wir denn hier noch machen? Ja, das können wir doch machen, denke ich mal. Muss gerade nochmal den Sound testen. Headset scheint zu funktionieren. Und das andere Mikrofon auch. Okay. Sehr schön. Und dann fangen wir doch mal mit Ghostface an. Mit dem kann ich nämlich nicht spielen. Und ich hoffe, dass ich genauso schlechte Survivor jetzt bekomme wie wir letztens als Mitspieler hatten. Das wäre schön. So, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Perks hier überhaupt sinnvoll sind alle oder ob es nicht doch besser wäre, was anderes zu nehmen. Das klingt. Bei Monitor and Abuse bin ich mir absolut unsicher bei Ghostface, ob das was bringt. Vielleicht bringt das was. Vielleicht auch nicht. Ah, hier kann ich noch so kleine Dingers auswählen. Aber ansonsten habe ich hier nichts, glaube ich. Toll. Entweder ein weißer oder ein schwarzer Griff. Das ist natürlich total wichtig. Infectious Fright. Oh, das ist doch auch nicht schlecht. Ob ich das mal nehme? Ja, das mache ich doch. Ja. Das klingt doch schon mal gut. Und ich muss einfach nur spielen, muss auf nichts aufpassen. Sehr gut. Das ist das Beste. Jetzt muss ich nur noch ein Spiel finden und dann geht's los. Hoffentlich. Irgendwann. Kaffee habe ich. Kann auch ein bisschen länger dauern. War da eben gerade eine Mücke? Glaube, da war eine Mücke oder eine Motte. Es kann also sein, dass ich gleich panisch aufspringe und versuche, dieses Vieh zu fangen. Weil ich sehe gerade nichts mehr. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Das kann sein. So. Das sieht mir doch nach einem Vierer-Team aus. Ich weiß noch, vor bestimmt einem halben oder dreiviertel Jahr oder so, da habe ich Vierer-Teams immer verflucht und habe gedacht, das schaffe ich sowieso nicht. Mittlerweile ist es mir relativ egal. Und was mir da ziemlich geholfen hatte, waren die Channels von Otofu und Scott Jund, weil die mir so ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben haben, was Killer betrifft, dass mich das nicht mehr gejuckt hat, irgendwie mit den Vierergruppen. Weil ich einfach durch das Zusehen da gemerkt habe, dass es wichtig ist, den Druck aufrechtzuerhalten. Also wenn man halt den Druck hat und erst wenn man den aus der Hand gegeben hat, dann läuft's schlecht. Aber wenn ich quasi immer wieder Leute auf den Haken bringe und so, dann sollen die halt zu viert zusammen sein. Also ich finde es mittlerweile sogar fast besser, weil wenn das keine Vierergruppe sind, dann ist es häufig halt auch einfach zu leicht. Das macht dann auch keinen Spaß.
Ich will ja nicht die Teams zerstören. Das soll ja allen Spaß machen eigentlich. Finde ich jedenfalls. Na. Okay, das war komisch. Wieso hat die sich nicht bewegt? Und ich habe es natürlich total versemmelt. Ja, ich habe Endurance, mach ruhig. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ah, doch. Hat die Disaster Strike wahrscheinlich schon, oder? Ja, dachte ich es mir doch. Ah! Was war das? Die Mac ist jetzt aber auch nicht so. Okay. Ich muss das nicht verstehen, oder? Den Haken kennst du ja, glaube ich, schon weggenommen. Wo waren die? So, dich kriege ich auch noch, ne? Die haben noch keinen einzigen Generator. Schade. Ja, macht nur die Taschenlampe. Ich krieg dich. Wann habe ich einen Blattlast hier? So.
Kommt die auf den Haken. Ja, die kommt runter, das war mir auch klar. Na, die ist halt echt nicht schlecht und besser als ich. Ja. Ja, macht nur die Dinger weg, ne? Treffer. Du hast Decisive Strike, oder? Nee, hast du nicht und du bist tot? Das ist ja tragisch. So, habe ich dich auch. Alle vier hatte ich schon mal auf dem Dings drauf. Ah. So, hab dich. Das läuft aber ziemlich gut. Das ist erschreckend. Ich glaube, bist du schon tot am Haken? Ich glaube schon, oder? Ja. Hätte ich dich gar nicht runterbringen müssen. Ja, da hinten sind sie nicht. Netter Versuch.
So, da hinten. Also Infectious Fright ist ziemlich geil. Als Perk. Gefällt mir. Na, habe ich versemmelt. So, ich glaube, die könnte eventuell Unbreakable haben. Deswegen tue ich die besser auf den Haken. Die andere hat mit ziemlicher Sicherheit kein Unbreakable, ansonsten hätte die das schon längst gemacht. Schade, ich habe glaube ich kein einziges von meinen Sachen für die Daily geschafft. Sehr schade. Na gut. Die haben echt nur zwei Generatoren geschafft. Also, ich verstehe nicht, was gerade mit den Survivors los ist. Das haben wir letztens gemerkt, als Madeira und ich gespielt haben. Irgendwie die Mitspieler waren alle komisch. Das war sehr, sehr merkwürdig. Also, keine Ahnung. Und die haben so hohe Ränge, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was ist eigentlich hier dieses bei meinem Streamlabs? Steht hier, This element is too small to be displayed. Keine Ahnung, was das sollte. Komisch. Na gut, dann noch eine Runde. Bringt ja nichts, ne? Zwischenzeit könnte ich mal. Ah nee, ich sollte. Ich glaube, ich soll Survivor leveln. Dann gehe ich hier mal kurz raus und investiere mal ein paar Blutpunkte in Survivor, bevor die da irgendwie an das Cap-Limit gehen. Das wäre echt schade. Und Survivor muss ich halt wirklich ein bisschen pushen. Was hat der? Ja, das hier habe ich mir alles schon geholt, okay. Ja, das habe ich mir auch geholt, okay. Ist das interessant? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Sind schon auch interessante Perks. Oh, das klingt aber auch durchaus interessant.
Oh, das klingt auch nicht schlecht. Oder ich mache sie einfach mal weiter, ja. Ich glaube, ich mache sie einfach mal weiter. Ja, Boil-Over ist, glaube ich, ganz ziemlich für die Füße. Decisive Strike ist natürlich nie verkehrt. Object of Obsession ist auch schick. Aber na, Empathy ist auch nett. Nein, da ist der Decisive Strike auf Level 3. Aber okay. T-Triples finde ich immer interessanter. Ist beides nicht schlecht. Aber ich bin ja nicht so der Stealthy-Spieler, von daher ist Urban Evasion wahrscheinlich für mich nicht so interessant. No Mither finde ich total dämlich. Die sind alle dämlich irgendwie, die Perks. Aber dann habe ich den wenigstens weg hier, dann kann er nicht mehr kommen. Mither ist echt Quatsch. Wieso bietet mir das Spiel ständig No Mither an? Ich werde den nicht nehmen. Ich finde diesen Perk doof. Also, doof. Dohf. Doof. Oh, Sprint Burst. Oh, das ist fies. Oh! Ich habe beide bekommen. Ach, das ist schön. Manchmal verstehe ich das Blutnetz nicht, wie die Entity da läuft. Dead Heart ist natürlich auch interessant eigentlich. Ich kann es halt nur nicht einsetzen, das ist mein Hauptproblem. Ich finde, das klingt eigentlich schon spannend. Das klingt ein bisschen langweilig. Ja, schade. Ich verstehe die Wege der Entity nicht. Oh, Borrowed Time. Oh, ich glaube, eben habe ich es verkackt. Ah, Adrenaline und Leader. Und Borrowed Time.
Ja, okay. Ja. Spannend. So, aber jetzt habe ich, glaube ich, genügend ausgegeben und kann wieder auf Killer gehen und ins Matchmaking. Yay! Infectious Fright ist ja richtig gut. Der gefällt mir, der Perk. Ich muss jetzt nochmal gucken, gibt es überhaupt für den Killer vernünftige Skins? Okay, es gibt ein paar andere Skins. Oh, der ist ganz nett. Ist zwar rot und sieht man garantiert meilenweit, aber ist witzig. Nur so ein bisschen langweilig. Oh. Ja. Der gefällt mir. So, jetzt aber endgültig in die Warteschlange und los. Und bitte heute noch. Wir haben noch keine Zeit. Es dauert halt manchmal schon ganz schön lang. Das Ding ist, ich glaube, ganz Ghostface ist gar nicht so schwierig zu spielen, aber da ich ihn eigentlich immer nur spiele, wenn ich die Daily mache, ist es schwieriger für mich, weil ich finde das nicht so einfach. Oh, einmal hat es sogar geklappt. Spannend. Weil dieses Leaning, also halt einfach verfolgen und dann das Ding hochpushen, das ist okay, das funktioniert gut. Aber halt dieses Stealthy ist nicht mein Ding. Als Killer will ich eigentlich immer direkt rein. Ja, das. Okay, zumindest zwei sind wahrscheinlich. Zusammen tippe ich mal, wenn ich die russischen Schriftzeichen da richtig deute. Hier, yep, der letzte, genau, bitte, danke. Oh, habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das aktiviert habe. Für mehr Blutpunkte. Echt, 4 Jahre gibt es das Spiel schon. So lange spiele ich natürlich noch nicht. Wie lange spiele ich denn? Ich spiele seit einem Jahr vielleicht? Ein Jahr könnte hinkommen. Oder? Oder länger sogar? Doch, wahrscheinlich länger.
Und geklappt. Da habe ich erstmal keinen Haken gefunden, wie fies. Ja, der hat vielleicht so einen Perk, mit dem man da... Hast du Decisive Strike? Nein, hast du nicht, anscheinend. Na. Na gut. So, dich kriege ich. Na komm, ich krieg dich noch. Nein, ich krieg dich wahrscheinlich nicht. So ein Mist. Jetzt habe ich den Druck verloren, den ich am Anfang hatte. Schade. Das war so schön am Anfang. Dachte ich mir doch, dass du die ganze Zeit da drin steckst. Und da ist der nächste. So, ich krieg dich.
Hast du Decisive Strike? Netter Versuch. Ja, das könnte besser laufen, muss ich sagen. Dachte ich's mir doch. Ich glaube, dich hatte ich noch nicht so wirklich, oder? Doch einmal anscheinend. Sonst hätte ich ja keine vier. Wo ist die Luke? Ja, der weiß bestimmt, wo die Luke ist. So wie die gespielt haben. Das ist die Luke, oder? Ja.
Ja, jetzt entkommt er wahrscheinlich, weil ich das hier falsch gespielt habe. Wo ist der denn? Okay. So, dann kannst du auch noch auf den Haken. Das ist schon wieder ein Viererspiel. Oh, jetzt habe ich sie geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Das lief gut. Ich bin doch nicht so gut als Killer. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So, wen haben wir noch? Legion. Ja, Legion ist natürlich jetzt auch nicht so stark. Was haben wir denn hier für Porks? Porks. Nee, es sind keine Porks, es sind Perks. Yay, Kuchen. Ich glaube, Blood Echo ist für Legion vollkommen für die Füße. Yay, drei Kuchen. Denn die stacken.
So. Da hinten sind sie wahrscheinlich. Oh, da hinten sind mehrere dran. Dann lasse ich die eine mal laufen. Ob ich da rechtzeitig bin? Und ich hab dich. Was? Nee. Ach, da wirft's mich einfach raus. Das lief überraschend gut für Legion. Ach, Mist. Also das lief wirklich gut. Und dafür habe ich jetzt einen Kuchen verschwendet. Dann noch ein Kuchen. Oh, Endurance. Sehr schön. Oh, das ist natürlich hier fies. Na gut. So, das wird jetzt garantiert nie so gut laufen wie eben gerade. Schade.
Ja, immerhin 3 Kuchen. Ich glaube, draußen gewittert es wieder. Ja, da hinten seid ihr. Also Discordens finde ich schon nicht unpraktisch. Schade. Und da hinten sind sie wieder dran. Mist. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Passt. Nee, das klappt nicht. Ah, ich habe gar kein Barbecue und Chili. Das ist natürlich tragisch hier.
Okay. Die heilen sich erstmal alle. Spannend. Ja, mach doch deine Flashlight safe, weil das hält dich nämlich ja auch auf. Mist. So, aber die Daddy sollte ich ja geschafft haben. Mist. Hab dich. Schade. So, einen habe ich. Wollt ihr nicht wieder zusammen an so ein Dings gehen?
So, du kommst dahin, dann kann ich nämlich auch den Generator kaputt machen. Mist. Na gut. Was war denn das? War das Selbstmord? Glaubst du nicht im Ernst, dass ich die Schritte nicht gehört habe hinter mir? Und schon wieder ein Viererspiel. Ich verstehe es nicht. Was machen die? Ich kann ja nicht auf einmal so gut geworden sein. Das ist, bin ich nicht davon überzeugt, dass das so ist. Und wie sind die auf die 7er Ränge gekommen? Wie? So. Hä, wieso habe ich Bear Traps noch? Okay. Also Trapper noch. Warum auch immer. Okay, was haben wir hier noch für Perks? Ah, die Perks sind jetzt nicht so super, die da hat. Probieren wir das mal. Oh, 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 halt, 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 halt. Ein neues Archiv brauche ich ja. Genau. Blutpunkte. Jetzt. Ja, ich glaube, mit Trapper wird die Glückssträhne, die Erfolgssträhne jetzt abbrechen, weil mit dem kann ich nicht wirklich umgehen. Der ist mir ein bisschen zu langsam irgendwie mit dem Spielaufbau, mit den Fallen und ich kann die Fallen, glaube ich, auch nicht geschickt setzen. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Da bin ich nicht gut drin.
Ja, hier kommen der letzte noch ready machen. Ja, das Zitat hier, das macht mich gerade ein bisschen melancholisch. Ja. Ja. Ach, die Map, ich mag die nicht. Ja. Da fängt es halt schon an, schlecht zu laufen. Das wird doch nichts mehr. Jetzt bin ich hängen geblieben. Nee, das wird nichts mehr. Ah!
der ist wahrscheinlich hier zu offensichtlich, die Falle. Na. Ja, aber ich werde auch so langsam ein bisschen müde. Das sind eindeutig zu viele von den Spinden hier. Ja, hier, komm, mach den Flashlight. Ich hab einen! Das ist aber die falsche Richtung hier, ne? Ja. Wie konnte ich denn da verfehlen? Ah, das habe ich ja super gemacht. Und da habe ich dich.
Dann sind wir beide drauf reingefallen. Aber ich kämpfe noch hier. Wo sind die? Habe ich dich. Was? Decisive Strike, wie fies. So. Mist. Hab ich dich. Was? Die hatten einen Schlüssel, na super. Aber immerhin die Daily geschafft. Das lief besser, als ich gedacht hätte.
Ja, zwei Einser. Und einer mit dem Schlüssel. Aber wenn der tot war, wie funktioniert das dann? Komisch. Aber gut, ich bin zufrieden, das war okay. So, aber ich denke, das war's dann für heute, weil das war jetzt anstrengend genug und Spirit ist noch offen. Spirit ist ein bisschen leichter für mich, finde ich. Also, den spiele ich halt ganz gerne und recht häufig. Wird wahrscheinlich auch deswegen nicht besonders gut laufen, so wie ich mich kenne. Aber das werden wir dann sehen. Und vielleicht streame ich nochmal ein bisschen später was. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal ein Päuschen. Ist ja noch früh am Abend, eigentlich. Dafür, dass meine Frau halt jetzt übers Wochenende weg ist, habe ich viel Zeit, weil wir keine Serien gucken. Mal gucken, vielleicht streame ich dann später nochmal ein bisschen was. Mal schauen. Wir werden sehen. Deswegen vielleicht bis später oder morgen. Ansonsten einen schönen Abend noch. Ciao.